Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge RoboCop Rock City. Wir wurden angeteasert, dass hier ein bisschen Action auf uns wartet. Und ich bin jetzt gespannt, ob das wirklich so ist. Dass hier hinter dieser Tür, auf jeden Fall haben wir hier wieder die Eindringoption, dass hier hinter der Tür Action abgeht. Okay. Lass mich mal abhauen, bitte. Das lief nicht ganz so problemlos. Nicht so problemlos, wie ich dachte. Das ist wieder so ein Granatenwerfer. Einer ist hier noch. Oben lief doch einer, oder? Es ist so da, nebelig da hinten. War hier nicht Loot? Sah hier aus wie Loot. Ich würde es nehmen. Habe ich mich wohl verguckt. Schade. Es hat alles offenes Feld. Das gefällt mir nicht. Tin cans coming! Flank him! Haben die hier auch Minen drin? Oder warum ist hier gerade irgendwas noch im wahrsten Sinne des Wortes hochgegangen? Wird auf jeden Fall eine Ampulle Heilung wieder mitnehmen wollen. Wenn geht. Schleuse haben sie auf jeden Fall dicht. Ja, da ist wieder so eine lustige Waffe. So eine coole Waffe. So eine gute. Ich wollte nicht lustig sagen, weil Waffen sind halt eigentlich nicht lustig. Sind immer noch Waffen. Aber. Ich freue mich über die Waffe. Ihr merkt gerade, ich bin ein bisschen aufgeregt. Da ist auch Heilung. Nice. Stay on your ground. Oh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mindestens 9 Gegner. Kann ich mich hier irgendwie... Ja, ich kann nach hinten rennen. Okay, das war. Da ist noch so ein. Scharfschütze. Ich habe noch nicht so richtig rausgefunden. Die immer am besten und so schadenfrei wie möglich down bekomme. Ist auch gefährlich, wo ich mich hier gerade versteckt habe. Direkt an so einem Gastank. Das heißt, da oben ist noch so eine Waffe. Wie hier. Noch mehr? Da drin? Mist, ich komme nicht ran. Nice. Das waren, glaube ich, alle. Ich hatte, glaube ich, kurz Zeitlupe, oder? Hatte ich kurz Zeitlupe? Und es tut mir leid, dass ich gerade so wenig sage, aber ich bin so... bin so beschäftigt. So konzentriert. Ich habe immer noch viel zu verlieren. Stell dir mal vor, das wird ein No-Death-Run. Wie krass wäre das denn? Oh, ich mache mir selber so einen Druck, ne? Was soll schon passieren, wenn man stirbt? So, ich glaube, da passiert nicht viel. Mal, dafür kann ich auch meine Waffe nehmen. Guck mal hier. Und noch eine Platine. Muss man das dann mal in Ruhe angucken mit den Platinen? Wenn ich die jetzt wechsle. Wo ist noch einer? Was passiert, wenn ich jetzt die Platine wechsle? Also ob die generell bessere Grundvoraussetzungen mit sich bringt oder einfach einen anderen Schaltkreis? Das gucken wir uns an. Ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal in der Wache sind, oder? Da ist die Gefahr relativ gering, angegriffen zu werden.
Warte, wo ist das? Meter? Loot. So, die 42 Meter sind, glaube ich, einfach nur zum Zeigen, dort geht's erstmal raus. Und dann bist du im Ermittlungsgebiet wahrscheinlich. Nicht, wenn wir jetzt die Main Story weitermachen und am Ende passiert irgendwas, können wir die Nebensachen hier nicht mehr. Cherish the good times while they last. You won't be so lucky with the next one. Robocop? Are you there? I am. Oh, thank God. How was it? Was that a risk worth taking? Antworten wir ihm noch? Oder nicht? Get ready to roll. Warte, wer schießt hier noch? Oh, ich habe doch was gelesen. Kurzschluss der Lokomotive und so. Ist das was für uns? Können wir die kurz schließen? Und wenn ja, bringt uns das Beweismaterial? Oh, das ist ja lustig. Guck mal, wir könnten uns dort unten reinsetzen. Dann schießen wir das Ding ab und dann schießt uns das zurück. Obwohl, nee. Ich glaube, das täuscht. Okay, ich dachte, es wäre aber witzig. Müsste schon zugeben. Lustig wär's. Hat gelacht. Okay, wir gehen jetzt Dokumente einsammeln. Wir achten hier drauf, dass wir nicht in irgendeine Mine laufen. Jemand hat sich hier so viel Mühe gegeben und hier überall Minen gepackt. Und dann komme ich. Und dann sind sie alle weg. Hoffentlich alle. Ich sehe mich schon in so ein Ding reinlaufen. Eigentlich hört man sie auch. Vorhin habe ich eine gehört. Gar kein richtiger Wagen und okay, das war die Perspektive, ja, es hat jetzt nicht so ganz gepasst, aber ich könnte das aufschießen und dann fallen die Stangen runter. Ich glaube, ich muss das sogar, oder? Um dort reinzukommen? Naja, gut. Vielleicht auch nicht. Nicht mal ein Achievement dafür. Aber das ist schon eine coole Idee.
Ist einfach nichts drin? Warum steht die Hütte dann da? Tatsächlich muss ich sagen, dass das erste Gebiet, wo wir waren, in der Innenstadt von Old Detroit, das hat mir besser gefallen. Da musste ich nicht die ganze Zeit damit rechnen, dass hier irgendein Gegner um die Ecke geschossen kommt. Da konnte ich einfach entspannt rumlaufen und das ist hier ein bisschen anstrengender. Hier, so darum geht's zur Main Quest und wir machen erstmal die. Wenn wir hier durchlaufen, da rosten wir dann. Da ist ein Gegner. Oben. Wartet mal, hier piept doch noch was. Da drin. Ich sehe die Brust nicht so gut. Ja. Das war knapp. Ich wäre da fast reingelaufen. Gibt's schon wieder. Da. Die sieht man echt nicht gut. Ich bin irgendwie verunsichert von diesen beiden Gegnern, aber die sind da oben irgendwo. Ich weiß auch immer nicht so richtig, wie nah ich ran darf. Ist hier was? Nee, ne? Ich höre auch nichts. Hier piept's wieder. Ja, das ist kein Mensch, das ist ein Scheinwerfer. Kurz unsicher. So, ich sehe nichts. Komme ich nicht weiter. Da. Da ist was. Rotes. Ich weiß echt nicht, ob ihr das so richtig sehen könnt. Das ist auch, also, selbst ich muss meine Augen zusammenkneifen, um das zu sehen. Und dann sehe ich das auch immer nur, wenn ich meine Robocop-Sicht anmache und dann ist das ja auch noch so gestreift und ich weiß gar nicht, wie das in der Aufnahme, wie es das rendert, ob es das überhaupt so gut rendern kann. Ich höre nichts piepen. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, falls wir dann hier irgendwie schnell zurücklaufen müssen. Dass dann kein Unglück passiert. Weil schnell ist halt auch relativ bei uns. Wo genau? Also ihr merkt, ich bin hier deutlich vorsichtiger als... Wo?
nicht, dass hier gleich hinter mir noch irgendwas passiert. Ich höre nichts piepen. Ah, ich habe ihn erwischt. Höchste Konzentration hier die ganze Zeit. Was ist eure Meinung zu Spielen, die euch einfach die ganze Zeit auf Trab halten? Also so richtig die ganze Zeit. So geht's mir hier gerade in diesem Gebiet. Ich traue mich irgendwie keinen Schritt zu machen. Erstens aus Angst vor den Minen. Beziehungsweise, was heißt Angst, aber ich möchte halt nicht in irgendeine Mine latschen. Und vor den Gegnern, die hier irgendwie überall lauern könnten. Aber hier ist, glaube ich, safe. Wieso brennt das Auto jetzt eigentlich? Ist keine Lootbox. Hier wäre der direkte Weg gewesen. Wir sind außen rumgegangen. Das sind Gegner. Oh no. Nicht so einer. Was soll ich tun? Der andere. Da ist doch noch irgendwo einer. Granate. Noch einer. Irgendwo. Sehe ihn nicht. Aber ich wette, er sieht mich. Und eine Granate. Soll ich mich schon heilen? Ist schon soweit oder noch warten? Hallo? Wo? Oben? Fucker.
Action. Jetzt sollte ich mich heilen. Das heilt mich gar nicht mehr 50%. War ich nicht bei 52 Schaden? Da jetzt eigentlich noch? Ist nicht langsam mal gut? Könnt ihr nicht den armen Robocop mal lassen? Ich will gar nichts von euch. Ich bin hier, weil ich reden möchte. Nett und zivilisiert. Heilung mit dabei. Oh, ein Tresorcode. Daraus kann ich absolut nichts ablesen. Hier einer drin? Oh, das Heilung. Ja. Drei Stück. Wir merken uns, vielleicht kommen wir dann hier nochmal hin. Hier ist noch eine Heilung. Okay, aber... Zeit für Folgenende für heute. Ich weiß gar nicht, wie schnell diese halbe Stunde jeweils rum ist. Ich habe nichts weiter gemacht, aber diese halbe Stunde ist rum. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich guck mal, vielleicht schaffen wir es nächste Folge dann mit der Hauptquest weiterzumachen. Ich möchte aber gern alles mitnehmen. Ich habe es erwähnt, mir macht das Spiel sehr viel Spaß, auch wenn ich gerade sehr angespannt bin und ihr merkt es wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr wenig rede, aber ich hoffe, es ist okay. Wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge wieder. Ich winke euch wie immer und habt noch einen schönen Tag. Bye, bye.